Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Wie Kinofilme werden auch Videoprogramme von der Freiwilligen Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, FSK, daraufhin geprüft, für welches Alter sie geeignet sind. Bei diesen Programmen finden Sie die Altersfreigaben sowohl auf den Kassettenboxen als auch auf den Kassetten selbst. Im Interesse Ihrer Kinder bitten wir Sie, Folgendes zu beachten. Schauen Sie sich mit Ihren Kindern nur Programme an, die auch für Ihr Alter freigegeben sind. Achten Sie darauf, dass sich Ihre Kinder und deren Freunde auch in Ihrer Abwesenheit nur die Programme anschauen, die für Ihr Alter geeignet und entsprechend gekennzeichnet sind. Sprechen Sie mit Ihren Kindern über Altersfreigaben und bitten Sie insbesondere ältere Geschwister mit darauf zu achten, dass sie sich keine Programme gemeinsam anschauen, die für jüngere Familienmitglieder oder auch Freunde nicht geeignet sind. Weitere Informationen zum Thema Video- und Jugendschutz erhalten Sie bei Ihrem Videofachhändler oder beim Bundesverband Video, Katharinenstraße 11, 2000, Hamburg 11. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Mithilfe und wünschen Ihnen nun gute Unterhaltung mit dem Videoprogramm Ihrer Wahl. So, neue Runde, neues Glück. Einen wunderschönen guten Mittag. Ja, Mittag geht raus. Grüß dich, Olli. Herzlich willkommen und Metal, Leute, yo. Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen, krampfigen Spiel. Bei Daymar. Ja, heute wird es wieder anders wild. Ich habe, wie es der Streamtitel schon verlauten lässt, ich habe einen Krampf heute früh im Bein gehabt. Und selbst das war noch angenehmer, als ich an das Spiel zurückgedacht habe. Also gestern war ordentlich wild. Und einfach nur bescheuert. Also, ihr könnt euch da echt auf die YouTube, auf den Reload-Upload freuen. Und wir sind jetzt in der Kanalisation. Yay. Das nächste Resident Evil 2 Rip-Off. Es wird toll. Es wird einfach nur toll. Mein aufrichtiges Beileid an das Bein. Ja. So, jetzt muss ich erstmal überlegen. Wir hatten doch jetzt hier, glaube ich, gesundheitsmäßig war doch hier eigentlich total die Scheiße am Dampfen, ne? 3%. Ist jetzt nicht viel, ne? Und wie mache ich jetzt hier mal kurz lauter, damit ich das verstehe? So. Na dann, let's go. Ich muss jetzt hier echt ein bisschen. Geht mir so auf den Sack, ey. Man kann. Dieser Scheiß! Heilkräuter! Dieser Rip-Off! Verdammt! Das. Oh Mann! Ich bräuchte sowas von absolut. Überlebensnotwendig, mal irgendwie was zum Heilen, ey. Das ist. Ist doch scheiße. Aber zum Glück schickst du mir immer einen Link. Bekomme keine Benachrichtigung in Twitch mehr, wer live geht und wer nicht. Das ist ja. Doof! Kannst du das nicht, das kann man doch eigentlich einstellen, dass man eine Benachrichtigung, ich glaube, über Mail oder so kriegt. Und lieber Dave, wie geht's dir denn so? Na, bin müde as fuck. Hab irgendwie richtig scheiße gepennt, weiß nicht. Aber ansonsten. Was soll's. So, wir haben hier einen schönen Brief von Duck. Und es klingt beim Überfliegen aber richtig geil.
Du sollst in der verdammten Hölle schmoren, Doug McReady. Wenn ich den Rest meines Lebens alleine verbringen wollte, hätte ich einen Nachtwächter geheiratet oder einen Arzt, meinetwegen einen Feuerwehrmann, aber nein, ich musste einen verdammten Verlierer heiraten, der zu allem Überfluss auch noch Kanalarbeiter ist. Sind du und deine Freunde wirklich so jämmerlich, dass ihr nicht einmal ein undichtes Rohr reparieren könnt? Du bist seit einer Woche nicht mehr zu Hause gewesen. Stattdessen hängst du in diesem stinkenden Loch ab. Ich wette, die Kinder können sich nicht einmal mehr an dein Gesicht erinnern. Ein Anwärter auf den Titel Vater des Jahres bist du, aber bist du. Aber ehrlich. Hä? Ich sollte sie wohl davon überzeugen, dass der Klempner ihr richtiger Vater ist. Vielleicht sollte ich ihn anrufen und ihn hier ein paar Rohre verlegen lassen. Es würde mich nicht im geringsten verwundern, wenn du es dir mit irgendeiner kleinen stinkenden Hure gut. Was ist denn das für ein Deutsch? Mit einer kleinen stinkenden Hure gut gehen lässt. Du würdest gut daran tun, dir das Geld von einem deiner dämlichen Freunde zu borgen und deinen Arsch nach Hause zu schwingen, sonst kannst du am besten für immer in diesem verfickten unterirdischen Gefängnis bleiben. Besser noch, vielleicht findest du da unten ja ein riesiges Krokodil, das wirklich ein Stück von deinem fetten Arsch will. In Liebe etwas, das ich irgendwann mal kannte, N. Die scheint ja sehr reizend zu sein. Die Anspielung mit dem Krokodil ist aus Resident Evil 2, ne? So, was haben wir hier? Reich an Protein, damit kann ich eine kleine Menge Gesundheit herstellen. Ich muss jetzt hier echt alles nehmen, was jetzt hier gerade abgeht. 10%, 11%, ach du Scheiße. Ja, ist eigentlich eingeschaltet, aber irgendwie will es nicht so wirklich gehen. Technik. Braucht man echt nie. Technik muss man nie verstehen, das muss man halt echt erleben. Und 27% ist jetzt auch nicht mehr so viel. Also mit 27% Gesundheit fühle ich mich definitiv nicht wohl. Ich wäre eher so, weiß nicht, so 30, 40, wo ich dann sage so, okay, da kann man mal eigentlich mal so gescheit hier noch was anstellen, aber so ist es gerade ein bisschen schwer. Und wir wissen alle, wie scheiße die Steuerung hier in diesem Game ist. Boah, vor allem habe ich jetzt, ey, also Instagram kann man sich heute halt echt einfach nicht reinziehen, weil dort jeder Typ, der denkt, der könnte irgendwie, wissen die. Oh Scheiße, der hätte jetzt irgendwie was zu sagen, muss natürlich. Boah. Fuck, fuck, fuck. Weil jeder Typ, der denkt, der hätte irgendwie was zu sagen, der hätte irgendeine Meinung, muss natürlich jetzt alles auf irgendwie auf die Wahl drücken. Wo ich mir denke, so, ey, hör doch einfach offen mit deinem eigenen. S Na, lebt er noch? Wo ich mir einfach so denke, ey, hört doch einfach auf, eure Meinung irgendwie den Leuten halt aufzudrücken. Und lasst die doch einfach wählen, was die Bock haben. Macht die Leute, da finde ich zum Teil dann immer noch ein bisschen recht unsympathisch, weil wenn sie dann auf Krampf versuchen wollen, halt, ja, ich will das und das, weil das und das, und dann, wo ich mir denke, so, ja, ihr kriegt aber, ey, ihr kriegt doch kein Geld dafür. Die Zeit macht es diese sozialen, macht es sozial. Ja. Ja, das ist halt. Ich sag mal so, das Einzigste, also wo ich sage, okay, Social Media macht richtig Bock, ist halt echt Instagram. Einfach weil ich da auch vermehrt Austausch mit dem ganzen Musikzeug und so habe. Das macht mir da definitiv mehr Spaß als, wie gesagt, Facebook kannst du in die Tonne kloppen, Twitter ja erst recht. Habe ich noch irgendwas? Nee. Eigentlich nicht.
Ja, das ist. Übrigens habe ich gestern Bioshock 2 durchgespielt. Auch ein geiles Spiel. Mal sehen. Ich habe jetzt noch gerade, wurde mir auf Empfehlung gesagt, Minerva Stan, dass ich den DLC mir mal reinzwitter. War ich jetzt auch. Oder bin ich jetzt auch dabei? Ist schon cool gemacht. Bin dann noch für den dritten Teil auch schon gespannt. God, that has to be the worst thing I've ever smelled. Change something to clear my damn nose. War jetzt schon ziemlich geil, irgendwie so schön den Ball Hellraiser geglotzt und dann so ein bisschen Bioshock zocken. Macht schon richtig Fun. Guck mal, ich will hier, ich brauche hier irgendwas zum Heilen, ey, das ist doch scheiße. Das klingt doch hier wie Safe Room. Das enttäuscht mich einfach mal nicht. Ausdauerflüssigkeit, ach nee, das will ich doch nicht. Brückungskabel, Scheißdreck. Da hielt Zusatzstoff. Hier muss doch jetzt irgendwas funktionieren, Leute. Aber wenn ich. Use? Das will ich mit Ausdauer, ey. Gegenstände handeln. Da. Gesundheitsflüssigkeit. Gib die jetzt her. Das geht natürlich. Es ergibt keinen Sinn. Es ergibt irgendwie hier. Warum kann ich. Warum? Check ich nicht. Zurück. Ah, wartet mal. Also man könnte jetzt nochmal was speichern, ne? Als wird's glaube ich gleich blau. Ja. Mann, ist das Spiel kacke. Also ich.
So, the question is, wo geht das jetzt hier lang? In der Hoffnung geht's. Gut, hier geht nix. Dreck. Ich bin so froh, wenn das dann hier durch ist, dass man endlich mit Prey anfangen kann. War ich hier nicht schon? Okay, hier wird. Ich habe hier so ein ganz blödes Gefühl. So ein richtig scheiß Gefühl habe ich hier irgendwie. Was ist das? Mann, Munition, ey. Wenn ich. Ah! Fuck! Oh! Shit! Ah, den hat man auch nicht gehört, ey. Pff. Was für ein Wichser! Oh! Scheiße! Zum ersten Mal, dass das Spiel mich gehabt hat. Meine Güte. Und jetzt ist die Hose braun. Nee, das habe ich noch gut im Griff da. Bin zwar etwas älter, aber so schlimm ist es nicht. Wo kam der jetzt hin? Ach so, der kommt einfach mal so von hinten, obwohl da keiner war. Okay. Okay. Hab übrigens einen Erfolg für kostenlose Umarmung freigeschaltet. Spiel, es ist so verbuggt irgendwie. Hier ist aber einer. Na, da geht es ja zum Glück, ne, aber freilich. Na, ist der tot? Ja, da kommt Blut raus. Halt echt irgendwie minimal. Es ist einfach nur scheiße. Ah, Mann. 22%. Aber hier gehe ich. Kann ich hier hoch? Was haben wir hier? Spezialkugel. Ey, fickt euch doch mal mit dieser Drecksmunition. Ich bräuchte einfach mal. Mhm.
Was so löst die Firma ihre Probleme? Sie kennt ihn einfach unter den Tisch. Trophäe erhalten, Problemlösung. Okay. Ich habe mir heute mal ein paar Trophäen angeguckt. Die haben da viele Referenzen zu Serien oder irgendwie zu Filmen. Also irgendwie gibt es da auch wie eine Art Fluxkompensator oder irgend so ein Blödsinn. Ja. Wir haben es ja gestern gehabt im Stream, beziehungsweise bei der letzten Ausgabe, die. Jetzt gehe ich wieder verkehrt rum. Ja, die viele Referenzen sind halt echt ziemlich plump. Vor allem, den hört man nicht, ne? Man hört hier alles. Nur nicht, wenn hier irgendwie einer reingestürmt kommt. Na komm. So, immer voll mit Schrot reingedonnert, juckt den halt nicht, ne? Juckt den halt überhaupt gar nicht. Na? Das ist halt echt so der Tyrant of Wish bestellt, ne? Endgegner aus Resident Evil 1. Übrigens könnte man eigentlich mal fragen, wie sieht's denn mal aus? Ich hatte ja gestern mal gesagt, so das Einzige, was ich ja bei dem Spiel Bock habe, ist halt Resident Evil 2, das Remake zu spielen. Einfach weil es da halt richtig ist, ne? Oder einfach weil es so geil ist. Soll ich das mal einfach mal auch mal nebenbei immer mal so auf Twitch streamen? Oder sagt er so, nee, Alter, verpiss dich mit Resident Evil, ich kann den Dreck nicht mehr sehen. Könnt ihr ja mal so. Entweder hier auch bei Twitch mal in die Kommentare oder dann später bei YouTube mal mit rein, weil. Eigentlich hat sich das Dinger, ne, also böse gesagt, ne, irgendwie ich habe ja immer so das Gefühl, dass ich da fast nichts anderes zocke, aber es macht halt Spaß. Hab immer Bock, beziehungsweise wenn ich Zeit habe. Oh, gut. War ich hier nicht gerade eben schon mal? Nee, das ist jetzt hier die andere Seite. Okay, ich guck mal hier. Hier muss es doch irgendwie. Irgendwas viel itemmäßiges muss es doch hier geben. Es gibt es doch nie. Nee, hier gehe ich nicht rein. Und der nächste. Ich sag mal so: Das Ding ist halt auch, man will ja nie immer permanent nur das Gleiche machen, ne? Obwohl es halt dann auch immer wieder so eine Sache ist, ne? Mach auf, was du Bock hast, aber versuch die Leute nicht zu langweilen. Ist das blockiert die Tür? Okay. Na gut, ich meine, ich habe jetzt bei Resident Evil, da habe ich ja jetzt erstmal eine ganze Zeit lang erstmal nichts gemacht. Beziehungsweise bis auf Village, aber damit mit The Village kannst du die anderen Teile ja nicht vergleichen. Aber ja, mal gucken. Ich bin auch gespannt, ab und zu. Apropos The Village, es kommt ja irgendwie, soll da demnächst eine Präsentation oder irgendeine Convention oder irgend so ein TINF soll kommen. Da wird nochmal irgendwie ein DLC zu Resident Evil zum siebten Teil irgendwie vorgestellt und es gibt irgendwie anlässlich des Jubiläums von Resident Evil 3, dem Originalen, da soll dann halt irgendwie eine Nemesis Edition vom Remake kommen. Also da bin ich halt auch mal gespannt mit neuen Location, anderen Gegnern und irgendwie war da noch was. Also wenn das sein sollte, ich hoffe mal, die machen das als DLC, dass ich mir das bloß irgendwie für meine alte Dreier-Version, für das Remake updaten brauche. Und wenn nicht, hole ich mir es dann trotzdem, weil ich muss auch ehrlich sagen, viele Fans fanden das Dreier Remake so an sich halt kacke.
Aber mir hat das halt, also ja, mir hat es dennoch gefallen, weil ich fand halt, dass, ja, man hat halt vom Tempo her, es ging halt viel los, ne? Also, schauen wir mal. Obwohl, gut, ich meine, ich habe das Original halt nicht gespielt. Deswegen kann, also, beziehungsweise war beim originalen Teil nicht dabei, wo das, dass man das spielen konnte oder je nachdem. Deswegen kann ich da halt, vielleicht bin ich da auch ein bisschen. Unbefangener, sag ich mal so, oder hab weniger Anspruch oder je nachdem, was auch immer. Was heißt eigentlich, ich würde mich gerne heilen auf Russisch? Hier kommt gleich instant, kommt hier was. Das stinkt förmlich danach. Und damit meine ich nicht die Kanalisation. Ich benutze das jetzt hier einfach mal alles. Mir ist das jetzt sowas von scheißegal. Ach, was war denn hier? Ernsthaft. Ich mache jetzt mal wieder in Screenshot, Leute. Es ist. Sterminator 2.1 Sentence Time. Oh. Trophäe halten. Wartet, ich will noch mal. Moment. Babam, bam, babam. Geil. Das meinte ich mit schlechten Referenten. Ist das ein. Aha! Ja, schade, dass jetzt der gute Cut gar nicht im Chat drin ist. Aber ich glaube, das hier war ein Prototyp, den Nintendo damals mit Sony zusammen gemacht hat. Ja, wo die sich dann gestritten haben, um dann die PlayStation zu setzen. Immer diese Schleichwerbung. Ey, hör mir auf, du musst mal. Ich schick dir mal später den Link für. Ich glaube, die Folge kommt dann im Oktober raus. Das heißt hier irgendwie Filmreferenz, also die Folge ist die sechste, Filmreferenzen auf Wish bestellt. Es ist einfach nur schlimm. Es ist wirklich richtig übel. Also, ah! Da gibt es anstelle von Demolition Man, der Deconstruction Man und es ist einfach nur grauenhaft. Also was ich dort an Filmpostern gesehen habe, die sind halt. Huah! So. Inspektor Gadget.
Mann, ey, so nur Munition, Mann. Ich will was zum Heilen haben. Hier. Ja, rüberschick. Also wie gesagt, ich kann dir den Link halt schicken. Aber halt, wie gesagt, das Video kann man sich dann halt dann erst angucken, wenn ich die, na, Premiere halt, ne? Übrigens, Premiere heute 20 Uhr kommt auf meinen Kanal Call of Cthulhu. Das Happy End, sag ich schon. Das Finale. Ja, Scream. Was ist das hier? Tornado? Ne. Aurora. Okay. Ja, das ist halt echt alles schön, was ihr hier habt, aber ich bräuchte halt einfach nur. Oh. in Heil. Irgendwas zum Heilen, Mann. Ein. The Aurora Project. If it had not been for that fucking thing, I wouldn't be stuck down here trying to escape from these goddamn monsters. Tja. Wir hatten alle unsere Wünsche. Was ist denn das? Psychotropfen. Was konnten die machen? Bewusstseinserweiternde Droge. Ja, das ist doch immer was Gutes. Ja, Wahrnehmung erhöhen ist halt alles schön gut, aber ich würde gerne mal was, mal auch mal was für die Gesundheit tun, ne? Wo bin ich denn jetzt hier schon wieder? Okay. Okay, hier ist abgesperrt. Na gut, dann mit dem Ding können wir dann runterfahren, okay. Der Typ sieht aus, als würde da gleich aufstehen. War doch so klar. Blutet er? Ja. Das hatte ich auch gestern gehabt. Da habe ich eine volle Kanne mit Schrot reingepumpt. Also habe ich den volle Bude dort erwischt. Die Drecksau stand halt einfach wieder auf. Hat den nicht gejuckt. Okay, wo gehen wir jetzt lang? Ich glaube, hier können wir nichts machen. Das war. Ja. Kommen wir hier vielleicht rein? Schön, dann dich nicht. Das ist der Vorteil an der Schrotflinte. Kopfschuss und. Halt! Samurai Turtles Pizza. Na! Scheiße, Moment. Alter. Von den Samurai Turtles, da musste ich jetzt einen Screenshot machen. Das ging ja jetzt wirklich gar nicht anders. So, meine Güte.
So, jetzt aber. Komm, immer machen wir noch. Terminator, ey. Terminator. Denke mal, hier ist wird hier drauf angespielt, oder? Die ist die Batterie. Jetzt gehe ich hier hin. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ach komm! Hau doch ab, Mann. Hallo. Fick dich doch, Spiel. Feinde fügen dir mehr zu. Ja, chillen. Ey, kann ich X hämmern wie so ein Bekloppter? Was für ein Blödsinn. Schmutz. So, was haben wir denn jetzt hier? Das geht mir schon wieder. Ey. Dreck. So, jetzt müssen wir wieder. Genau, durch das ganze Scheiß-Ding jetzt wieder durch. Das war jetzt richtig dumm. Einfach nur dumm. Ja, wenigstens haben wir ein Bild von den Turtles gemacht. Die Samurai-Turtles. Mir juckt das Ohr, ey. Grauenhaft. Komm, immer geht noch. Dünn, dünn, dünn. Ach, schön. Der geilste Actionfilm, den sie der je gemacht wurde. Diese Todesanimation, was ist los mit euch? Was ist da los? Ich bin ihm eigentlich mal in den Kopf weggeschossen. Na komm. Mit Logik brauchst du bei dem Spiel halt ja echt nicht kommen. Aber ich muss ehrlich sagen, der Mantel, der erinnert mich schon stark an, na, an Mr. X aus Teil 2. Ja, also. Was ist denn das für ein Ding? Ist das ein Radio? Na gut. Das sah gerade aus wie so ein tragbarer Mini-Fernseher.
So, Batterie. Möchtest du die Batterie benutzen? Nein. Prost. Oh, wir können mal hacken. Und wie gesagt, ich verweise immer noch drauf, hier ja, 30. Oktober Halloween Stream, ne? Munition noch, Mann, ey. Entweder Alien Isolation oder Resident Evil 7. Mal gucken. Vielleicht werde ich dazu nochmal eine Abstimmung auf Insta machen oder so. Aber ich habe, denke ich mal, so das, ohne jemanden beeinflussen zu wollen, aber ich denke mal, es wird eher auf Alien Isolation hinauslaufen. Energy Drink, jawohl. Komm schon. Eine kleine Menge Gesundheit, egal. Nimm das. Ja, komm schon, ja, fantastisch. Oh. 50? 52, da können wir zumindest schon mal ein bisschen was mit anfangen. Wie bitte? Moment, ich gucke mir mal ganz schnell die Dings an. Okay. Gerade nichts rein. Soll unser Problem aber nicht sein. Wir müssen. Was müssen wir jetzt hier machen? Ach so, hier läuft erstmal gerade gar nichts. Okay. Ach cool! Ja, solche Rätsel finde ich ja geil. Wir müssen, okay. Elektriker, ich arbeite als Elektriker, 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 ich arbeite als Elektriker, Elektriker. Kann ich hier nicht aber irgendwie. Nee, stopp, stopp, stopp. Genau. Alles klar. Normalerweise ist es ja mal so, bist du in einem Rätselraum, kommen keine Zombies. Normalerweise. Aber mein Freund, die Schrotflinte. So, was haben wir denn jetzt hier?
Hier rein? Hier rein. Das wird bestimmt nicht so gehen, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau. Scheiße. Ich nehme die Nummer 2. Ja gut. Okay. Was mich was jetzt natürlich noch der Overkill wäre, ne? Kaum machst du die 3 Dinger auf, gehen die Tankdinger auf und dann Zombies. Das wird ja immer mehr. Boah, Leute, ey. Wollt ihr mich verdammt nochmal verarschen? Irgendwas haut ihr gerade nicht hin. Scheißdreck. Oder wartet mal. Ich habe da so eine Idee. Scheiße, ich habe mich verfranst. Aber was anderes geht ja. Was. Anders kann man das ja auch gar nicht machen. Höchstens so. Also bin ich ja wieder am Anfang. So, jetzt gehe ich hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Ich habe da kein gutes Gefühl. Ich habe da absolut kein gutes Gefühl bei der Sache. Auch dass da jetzt hier kurz zwischengespeichert wird, macht die Sache nicht angenehmer. Mm-mm. Ich gucke jetzt mal auf die Map, bevor das hier gleich die Scheiße losgeht. Ist das jetzt von der Musik so gewollt, oder? Also die Musik in dem Spiel ist halt schon geil, ne? Thank you.
War so klar, es war so klar. Komm, steh auf. Na los, na los, na los. Schade. Los, Elmar, geht noch. Du nicht. Wäre es nicht einfach vom Vorteil, das Ding einfach mal zuzusperren? Wahrscheinlich auch zu einfach, ne? So, Fahrstuhlmoment mit. Wie keine Energie versorgt. Was? Was muss ich jetzt hier machen? Hier ging es doch noch irgendwo nach unten, ne? Ich glaube, ich weiß auch wohin. Gab es noch irgendwo eine Ecke, die war doch runter weggeflutet, ne? Von hier sind wir doch gekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Kloake. Okay, ne? Ich glaube, das müsste hier gewesen sein. Ja! Oh! Ich wusste es. Ein Energieriegel und das da. So, jetzt pushen wir uns da gleich mal. Ich nehme das jetzt einfach mal so. Aber das war jetzt auch nicht so die Lösung, die ich mir eigentlich gehofft hatte. Sei denn, ich habe hier.
Was mache ich? Was ist jetzt hier nun nie richtig? Da unten. Da unten ist doch eine Tür. Irgendwas haut ihr doch noch nie hin. Aha. Ah. Okay. Damit. Ey, das muss eben ja auch erst schon mal gesagt werden, ne? So, damit gehen wir jetzt wieder runter. Durch die Schlafbereiche. Und, kommt, Leute. Was muss ich denn jetzt hier noch machen? Hä? Hab ich hier vielleicht noch irgendwas verpeilt? Ich wüsste halt jetzt auch nicht. Aber gab's hier vorher nicht noch was? Scheiße. Eigentlich jetzt die Ecke, wo ich nicht hingehen wollte, aber okay. Wassersystem.
speichern halt einfach mal. Jetzt bin ich gespannt, was hier rauskommt. Psychotropfen? Spitzgeschosse, okay. Aber jetzt auch nichts, wo man sagen kann, so, yo, okay, let's go. Mach mal die Party. Also, shit. Ach, nervt. Mann, ey. Verbandskasten wäre jetzt so gut. War ich hier schon mal gewesen oder täuscht das nur? Adrenalin. Ach, ist was rein damit. Aber hier habe ich ja jetzt auch nichts. Hä? Verstehe ich nicht.